liebe Zuschauer von Bunch.tv, ihr habt es jetzt ja mitbekommen, bei uns startet demnächst ja mit Plate die neue, geniale, obergeile, super Sendung zum Thema Gaming. Und wenn man eine neue Sendung hat, dann sollte man sich natürlich erstmal vorstellen. Mich kennt ihr vielleicht schon, die Vio auch, aber ihr kennt den Laden nicht. Denn ich bin jetzt hier quasi gerade in den heiligen Hallen von Bunch.tv. Hier zum Beispiel ein fantastisches Bild von einer Stadt, in der wir uns leider nicht befinden. Wir sind nämlich im schönen Köln hier. Da der ganz, ganz heilige Ort, direkt im Eingangsbereich, der gute alte Kühlschrank. Ich mach mal kurz auf. Ist jetzt ein bisschen geplündert. Naja, die Waldgeister waren hier, das Wochenende hat gehaust, ist alles ein bisschen schwierig. Wir machen mal eine kleine Führung durch unsere Räumlichkeiten, von wo aus wir hier quasi produzieren. Das hier, ein ganz wichtiger Raum, der normalerweise immer zu ist, denn das ist unser Konferenzraum. Hier wird immer richtig knallhart investigativ untersucht und abgesprochen, was künftig Geiles passiert. Und da findet sich auch schon unsere liebreizende Kollegin Vio. Vio, hast du auch noch was Schönes zu sagen? Ja, ich kann den Leuten da draußen ja mal ein bisschen was zu unserer Sendung erzählen, die wir haben werden. Ja, gut. Pass auf, ich drehe das mal um. So sieht nämlich unser Logo aus von Plate. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen in unserem Teaser, den wir vor ein paar Tagen online gestellt haben. Was ist jetzt Plate, werden sich einige von euch fragen. Es ist ganz einfach ein Web-Gaming-Magazin, das aber ein bisschen die eingetretenen Pfade verlässt. Das heißt, wir werden nicht nur News oder Spiele-Reviews bringen, so wie alle anderen auch, sondern wir begreifen uns als richtiges Magazin, das Gaming als Lifestyle zeigt und natürlich auch eine ganze Menge aus dem Segment Videospielkultur zeigt. Das heißt, neben aktuellen Spielen zeigen wir euch zum Beispiel auch alte Retro-Klassiker. Wir werden viele, viele Interviews machen, sowohl mit Leuten aus der Spielebranche, also sagen wir mal Entwickler und Publisher. Wir werden uns aber auch ganz viel mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel Musiker sind, Bands sind, Schauspieler sind. Also mal gucken, ob wir so ein paar Promis auftreiben und mal schauen, was die zocken, wo die zocken, mit wem die zocken und solche Dinge. Außerdem sind wir natürlich auf allen möglichen Events unterwegs, also von Spielemessen bis hin zu vielleicht etwas kleineren Veranstaltungen. Da gibt es ja eine ganze Menge, was wir euch zeigen können. Zum Beispiel werden wir auch in Los Angeles sein zur E3, aber dann bei Zeiten natürlich mehr. Außerdem werden wir natürlich auch versuchen, so ein bisschen von der Hintergrundseite ein bisschen zu berichten. Also was sind zum Beispiel spezielle Sachen in Filmen, so in Spielen, also zum Beispiel Filmsequenzen. Das sind einfach so Dinge, die werden wir euch ein bisschen näher bringen und einfach mal das Medium Videospiel von allen Seiten beleuchten. So, jetzt habe ich ein bisschen was verraten. Einiges dazu werdet ihr sicherlich auch noch in den nächsten Tagen erfahren. Aber ich muss jetzt erstmal den Colin suchen, der ist schon wieder abgehauen einfach. Colin? Wo ist denn der Colin? Ach, der pennt schon wieder. Colin! Hallo, aufwachen. Wir sind hier gerade mitten in dem Beitrag. Kannst du dich mal bitte ein bisschen zusammenreißen? Komm, zeig den Leuten noch mal ein bisschen was von der Redaktion, okay? Okay, Mikrofon, Staffel auf die nächste. Ja, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber hier wird auch gearbeitet. Und wo passiert das? Natürlich in der Bunch.tv-Redaktion, wie dieses Schild hier schon eindeutig andeutet. Aber wir müssen jetzt ganz ruhig sein, denn die sind so ein bisschen wie so kleine verschreckte Äffchen im Zoo. Wenn man da zu nah ans Gehege rankommt, dann flitzen die in die Ecken und lassen sich nicht mehr blicken. Und deswegen jetzt ganz pssst. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht. Mal gucken. Ja. Hallo. Boah. Gute Laune hier, 24 Stunden. Hier sitzt übrigens Harry, das Phantom, den kennen einige von euch vielleicht. Da hinten hängt auch ein Bild vom Mann, den man nicht sehen kann. Aber auf der rechten Seite, ne? Hier, ganz altes, bekanntes Gesicht, kennt vielleicht einige von euch. Gregor sitzt auch hier und gibt sich alle Mühe, angestrengt auszusehen. Gregor, ganz kurz einen Gruß vielleicht. Sind wir mal so spontan? Moin. Großartig. Ja, also hier sitzen jetzt auf jeden Fall die Leute, die dafür sorgen, dass auch die Inhalte nicht nur hohles Gewäsch sind, sondern dass wir euch auch was zeigen können, was richtig Cooles zeigen können, hoffentlich. Und ich zeige euch jetzt auch noch ein paar coole Sachen, denn hier zum Beispiel ist ein weiteres Herzstück von Bunch.tv. Hier ist die Küche und hier kann man sich ganz wunderbar zurückziehen, wenn man sich wie ich mal wieder so richtig knallhart überarbeitet hat, wenn man fix und fertig ist, dann geht man einfach zum Kühlschrank, zur Kaffeemaschine, das kennt man, setzt sich hin und hofft, dass man so lange in Ruhe gelassen wird, bis die nächsten Kollegen wiederkommen. Alles formschön, immer sauber und mit den leckersten Leckereien bestückt. Und da kommen wir jetzt auch schon wieder in einen weiteren Bereich, nämlich ins Technikzentrum. Und das ist auch schon wieder die gute Vio. Genau, wir nähern uns so langsam dem Studio, aber vorher müssen wir noch mal einen kleinen Abstecher jetzt zum Schnitt machen, oder? Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt hier auf die Toilette. Ich? Nee. Nee, stimmt. Okay, gehen wir mal zum Schnitt. Denn Schnitt, das versteht sich von selbst, das sind die Leute, die dafür sorgen, dass die Beiträge hinterher auch richtig cool und hip aussehen. Ne? Gucken wir mal hier, wieder das Äffchen-Prinzip. Ja, gute Laune! Hallo! Oh ja. Hier steppt der Bär. Nein, hier wird konzentriert gearbeitet. Hier werden natürlich alle Sachen, die wir so drehen, so wie jetzt gerade, hinterher zusammengeschnitten. Ein bisschen schön gemacht, wenn wir wieder zu lange geredet haben. Und dann geht das erst raus quasi an euch. Genauso wie die Sendung. Die werden natürlich hier auch danach erstmal geschnitten, wenn wir sie im Studio produziert haben. Stichwort Studio. Stichwort.
Gott. Gehen wir vielleicht noch mal ein paar Meter weiter, ja, denn wir haben natürlich auch einen Bereich, wo wir das Ganze dann erstmal für euch produzieren werden. Wie gesagt, noch im Bau, sonst wären wir ja schon mit Plaid gestartet, aber ich würde sagen, so einen kleinen Sneak können wir machen, oder? Auf jeden Fall. Mal so einen kleinen, wir klopfen mal ganz vorsichtig an, denn hier wird auch noch fleißig gewerkelt. Hallo, jemand zur... Nee, hier gibt's doch nichts zu sehen. Wie? Wir wollen jetzt aber ins Studio. Nein, geht nicht. Nein. Oh Gonzo, ein ganz... Hast du, nee. Du musst ja irgendwas für uns haben hier. Hier, das Schild könnt ihr schon mal haben. Ja. Ah, okay. Cool. Na gut, dann, ja, tschüss, Patrick. Ja. Also ich würde sagen, Teil 2 der Studiobegehung dann demnächst auf diesem Sender. Ja, aber ist doch auch schön, oder?